Willkommen auf der Interzoo 2024. Ich bin gerade angekommen, gemeinsam mit Stefan, aber der ist gerade woanders unterwegs. Heute gibt es mal ein Video, wo ich euch alles ein bisschen grob zeige und wo ich so ein bisschen hinschaue. Und ich sehe schon den ersten Stand hier, Aqua Art. Und der schaut sehr crazy aus. Wieder in Vitros. Hier andere Sachen. CO2-Tests. Hier verschiedene Vitros benutze ich auch immer wieder mal. Vor allem so verschiedene Putzfalandras. Ich glaube, es gibt gerade neue Pflanzen, aber ich glaube, da ist gerade viel los. Ich schaue mal nachher nochmal vorbei. Hallo! Also ich habe echt noch keine Ahnung, wie das Video so wird. Ich möchte euch in dem ersten Video alles so grob zeigen, aber es gibt so viele Stände und es ist alles ziemlich verteilt. Also es gibt in Halle 1, 4 und 4a relativ viel Aquaristik, aber in jeder anderen Halle ist auch ziemlich viele Sachen. Und ich werde mal die Highlights euch in dem Video zeigen und dann gibt es auch zu manchen Sachen noch extra Videos, wenn es da wirklich viel zu sehen gibt. Dann zeige ich euch die Sachen dann genauer. Hier Juwel-Aquarium. Also ich bin schon länger am überlegen, auch mal so ein Rio einzurichten. Es gibt ja so eine graue Variante. Die hat es ja schon vor 2 Jahren auf den dazu gegeben. Aber ich finde die auch ganz cool eigentlich, so Aquarium. Und man kann die auch ganz gut einrichten. Hier sieht man ja auch eins. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Ich glaube, das 180er. Auch coole Kombinationen, aber ich glaube, für so ein Rio hätte ich aktuell zu wenig Platz. Und das vielleicht noch, aber es wäre auch erstmal zu viel. Aber wenn ich irgendwann mal mehr Platz hätte, würde ich auf jeden Fall gerne nochmal so ein Juwel-Rio einrichten. Und hier daneben ist gleich Tropica, hier ein relativ frisches bepflanztes Aquarium. Die ganzen verschiedenen Invitros, was man hier sieht, sind hier auch nochmal. Aber ich glaube, Tropica werde ich ein extra Video machen. Zeige ich euch mal die Highlights. Also hier das 3 Meter Aquarium, glaube ich, auch sehr cool. Und sie haben jetzt, glaube ich, ein Upgrade, dass überall fast RGB-Lampen sind, oder zumindest viele. Hier die Vivid. Und letztes Mal haben wir noch viele Rollläufstoffgarn. Das sieht man halt schon an den Farben, sieht das gleich viel besser aus. Ah, und hier ist auch schon wieder, was man kennt. Der filmt auch gerade. Und ist hier am Serra-Stand. Machst du das eh gut? Hallo. Ja, dir viel Spaß noch beim Einrichten und bis später. Ciao. So, also Serra hat auch ziemlich viel. Ich finde das voll cool eigentlich. Ich finde das sehr cool eigentlich, dass der Sascha hier so einen Platz hat zum Skaten, dass man theoretisch auch gut zuschauen kann, dass es das nicht irgendwo zwischen den Stand ist. Und der ist voll beschäftigt. Gibt es ja auch viele Videos bei ihm. Gab ja auch schon eines. Und hier neue Hardscape-Materialien. Oder ist das Futter, glaube ich, ja. Sieht irgendwie so aus wie Bodengrund auf den ersten Blick. Hier sieht man es gleich, dass das Futter ist. Aber hier geht es weiter zum Aquarellstand, weil letztes Jahr auch ein Highlight. Kommt mir vor, es ist ein bisschen kleiner, aber das sind richtig schöne Aquarien. Hier das ist relativ neu, das Aquarell-Aquarium. Es hat hier so eine Kante nach innen. Noch die Lampe ist relativ neu. Hat anscheinend auch einen Preis gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das finde. Weil wenn man jetzt von vorne drauf schaut, hat man dann von oben eine Kante. Dafür schaut die Seite ganz cool aus. Ich glaube, ich bin eher Fan von normalen Aquarien. Also normal verklebt. Die Kante ist ganz cool, weil der dann so schräg ist. Schauen wir mal weiter, was hier noch geht. Ich denke, die meisten hat der Michael eingerichtet. Also Michael Adamek. Vielleicht finde ich den nachher noch irgendwo. Hier auch noch ein Aquarium. Okay, hier geht es dann weiter mit Aquarium. Okay, das ist dieses Mal wirklich kleiner als letztes Jahr. Ich glaube, sie haben auch nicht so wirklich was Neues, weil letztes Jahr war ja der Filter. Letztes Jahr war ja der Hypermax ganz neu, den habe ich ja jetzt auch. Okay, hier wieder so ein Iwagumi ohne Pflanzen, finde ich richtig nice. Vor allem in der Glossy-Variante. Finde ich das ganz hochwertig, weil das so Glas ist, aber halt mit einem Rahmen. Und das Aquarium schaut halt echt sehr cool aus. Dann hier, glaube ich, kommen wir aber zu Diversa. Ja, hier ist ein Diversa. Das ist nicht von Aquarell. Sind dann andere Kombinationen. Schauen wir hier mal. Hier ein Ultramax. Ich dachte kurz, dass der kleiner ausschaut. Aber hier ist zumindest ein neuer Durchlaufheizer. Den gibt es jetzt auch schon ein bisschen, aber ist auch relativ neu. Schaut aber finde ich sehr cool aus. Und hier natürlich der Hypermax. Ich glaube, die Bluetooth-Version ist jetzt neu. Dass man den bei Bluetooth steuern kann. Der hat auch kein Bildschirm. Finde ich ganz cool. Ich glaube, der ist günstiger. Den habe ich schon mal gesehen. Das ist eine gute Kombination, weil den Bildschirm braucht man ja sowieso nicht unbedingt. Also, das ist ganz gut. Hier riesige Hängenfilter. Ich bin nicht so der Fan davon, die sind immer sehr klobig. Aber ich denke, wenn man halt einfach nur einen guten Filter haben will,
dann geht das auch, aber jetzt für ein Aquascape ist es nicht so ideal. Aber die sind auch neu aus, die Herdstäbe. So mattiert. Mal schauen, noch hier so ein richtig spacigen Innenfilter. Aber muss ich sagen, ist auf jeden Fall um einiges weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr war das wirklich eins der Highlights. Jetzt ist es okay, haben halt, glaube ich, gerade nichts richtig Neues, Großes. Aber mal schauen, vielleicht schaue ich den nächsten Tage noch genauer vorbei. Jetzt will ich ja euch alles so grob zeigen. Dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Also echt so ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, wo man schon war und wo man noch hingehen will. Und ich werde heute mehr Aquaristik-Sachen machen. Hier ist zum Beispiel auch ein Terrarium. Aber ich werde noch ein extra Video machen, wo ich euch die Terrarien zeige oder versuche, die Terrarien-Sachen zu zeigen. Dann schaue ich, ob ich da coole Sachen finde. Aber hier sind wir wieder beim Tropica-Stand. Aber ich glaube, in die Richtung, hier ist zumindest auch noch ein Terrarien-Stand, aber den schaue ich mir noch die nächsten Tage an. Also die Messe hier, die Interzoo, ist in Nürnberg und die ist hier nur für Fachhändler. Also da kann man nicht als Privatperson rein. Es gibt hier auch nichts zu kaufen, also die ganzen Firmen stellen nur ihre Produkte vor und ist dafür da, um Kontakte zu knüpfen. Und ich werde für euch so ein bisschen berichten und euch die Highlights zeigen. Oft werden neue Sachen gezeigt, aber meistens kennt man die auch schon aus dem Internet. Deswegen mal schauen, ob wir was wirklich Neues heute finden. Und ob ich überhaupt noch einen Aquaristikstand finde. Es ist echt krass, wie viele Stände es mit Hundeleinen und Katzenzubehör gibt. Oder anderen Hundezubehör. Hier zum Beispiel nur so Fressnäpfe. Also das ist echt immer interessant, wie groß das teilweise ist. Und hier haben wir Dennerle Plants. Da hatte ich ja vor 2 Jahren ein Aquarium. Dieses Jahr nicht. War aber letztes Jahr auch ein Highlight. Also bin ich gespannt, was wir hier haben. Aber hier werde ich auch noch ein extra Video machen. Also sehen wir uns das später auch nochmal wieder. Okay, ich habe den nächsten Aquaristikstand gespottet. Hier Aqua Unity, da ist Flipper, sehe ich gerade. Ist auch viel Meerwasser. Das einzige, glaube ich, was ich hier kenne, ist Münster, also Aquarium Münster. Ja, hier Flipper, das sind so Scheibenmagnete. Und hier ist Sika, aber ich glaube, die haben noch einen extra Stand. Also muss ich schauen, ob ich den noch finde. Hat ja jetzt Queen Aqua gerade ein neues Video gemacht. Ich habe jetzt schon gar keinen Überblick mehr, wo ich schon war und wo ich noch hingehen könnte. Ich schaue mal kurz in der App, da kann man das relativ gut sehen, wenn man weiß, wo man nachher sucht, wo die Stände sind. Also ich glaube, die Highlights der Halle 1 habe ich jetzt mal durch. Wahrscheinlich habe ich noch 1, 2 Stände übersehen. Vielleicht komme ich da noch zurück. Aber wir gehen jetzt mal in Halle 4, weil da soll auch ziemlich viel sein, was ich mir noch gemerkt habe. Okay, das sind nur so Zwischengänge. Und ich suche gerade Halle 4. Ich habe, was war gerade angeschrieben? Aber ich schaue mal, okay. Also es gibt einige Hallen, so 10 Stück, beziehungsweise mehr, weil es gibt 3C, 3A und 3, 4A, 7A. Und ich bin jetzt gerade, okay, das stimmt nicht ganz, hier zwischen 1 und 5. Also müsste es hier zur Halle 4. Also nächste Halle, ich glaube genauso groß. Hier in die Richtung gehe ich mal. Hier ist, denke ich, mehr. Hier ist, denke ich, mehr Meerwasser. So, schauen wir erstmal weiter. Was wir noch so finden. Hier. Shego machen so Heizstäbe aus Titan, hier was nicht kaputt gehen können, und so Luftpumpen, wo man reinschauen kann und sieht, was da alles drinnen ist. Auch sehr interessant. Also ich bin jetzt heute Dienstag den ersten Tag da, dann auch Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Mal schauen, ob ich alles schaffe, also heute auf jeden Fall nicht alles, aber ich suche mal so die Highlights rauszusuchen. Hier sind noch einige so Fischimporteure. Sind jetzt für mich nicht so interessant, muss ich sagen. Hier zum Beispiel ist eine Firma, was ich gar nicht kenne, was anscheinend auch Außenfilter hat, aber auch alles Mögliche. Schauen wir mal, was wir hier so sehen. Okay, so Aquariensets, so kleine Außenfilter, CO2-Kernister, dann CO2-System, das ist hier noch mehr Filter. Aber ich glaube, es ist jetzt für unseren Markt nicht so relevant. Okay, also ich habe jetzt, glaube ich, jeden Gang durch, wo kein Aquaristikstand war. Aber hier ist ein ZZF-Stand. Und ich glaube, hier in der Umgebung sind auch andere Stände, wenn ich das richtig gemerkt habe. Okay, wir sind fündig geworden, und zwar AK. Hat diesmal einen richtig großen Stand. Also hier einige Aquarien. Hier, das hat der Juris eingerichtet. Ich glaube, es ist das einzige süßes Aquarium. Schönes Iwagumi-artiges Leer, Iwagumi-Style. Schönen Bodendecker. Ist relativ gut festgewachsen, also ich glaube bald so 3 Wochen, wo er es eingerichtet hat. Das ist sehr cool. So, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht und was gegessen. Hier gibt es Brezeln und Weißwurst. Und der Stefan ist jetzt auch gerade da. Dann schauen wir hier mal durch. Ich weiß nicht, ob gerade Zeit hat, weil es gibt ein paar neue coole Sachen. Also hier jetzt gerade nicht. Aber hier drüben. Es gibt ein neues Produkt.
und zwar den Energy Booster. Bin ich gespannt, wie der wirkt. Und dann schauen wir uns gleich noch die richtigen Produkte an. So, ich habe jetzt den Christian von Acker hier und der wird mir ein bisschen was über die Osmoseanlagen erzählen. Ja, also moin. Es gibt drei Stück. Genau, also okay. Wir haben drei neue Osmoseanlagen. Ich denke, das meiste oder meist erwartetste ist die MyAqua 3800. Das ja, ist nicht dasselbe wie die. Es ist ein größeres Modell. Der Name ist Programm, also 3800 Liter am Tag. Ja. Wir haben hier einen Minute-Durchsatz, nur mal so pro Minute 2,6 bis okay. 2,7 Liter. Das ist schon ordentlich. Die Filter, das täuscht optisch ein bisschen zu der MyAqua 1900. Ja. Die sind aber länglicher, also sind größer. Das liegt auch mit an der Durchflussgeschwindigkeit. Hier gibt es auch keine Harzfilter. Okay. Bei der MyAqua 1900 war das ja noch so, dass man hier die eine Kohlekartusche ja. rausmachen konnte und Harzfilter anschließen. Hier macht es wirklich nur Sinn, den großen. Ja, ich denke generell ist das, das ist sinnvoller. Je nach dem ja. Verwendungszweck ja. würde ich immer den großen Harzfilter ja, nachschauen. Meerwasser, Süßwasser ist ja nicht so relevant. Süßwasser nicht, Meerwasser auf jeden ja. Fall. Ja. 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 Da habt ihr das große Multifilter mit 4 Liter, glaube ich, ist das, oder? Ja, genau, schon ja. Multifilter mit 4 Liter. Verkaufspreise ja. interessiert euch bestimmt kann auch. Also diese Anlage liegt bei 399,90. Okay. Ja. Ja. Als okay. Zwischenmodell zu dem Ganzen, zu der MyAqua 1900, haben wir hier die 400er. Ja, also der schwächeres Modell. Eher schwächeres Modell. Aber preislich wirklich attraktiv, ja. denn da liegen wir beim VK von 149,90. Okay. Internetpreise wisst ihr selber, das pendelt sich dann mit der Zeit ja. wahrscheinlich ein. Dieses Modell hat auch eine Druckerhöhungspumpe, hat hier nochmal zusätzlich zu der Spülautomatik die Möglichkeit, die Membrane separat zu spülen. Aber sie spült auch automatisch? Sie spült auch okay. automatisch, aber man hat hier Zusatzfunktion nochmal. Und standardmäßig ist hier auch der Inline-TDS verbaut. Okay. Und wie viel Liter macht ihr jetzt? 400? 400, ja. Okay. Ja. Tagesleistung sprechen wir hier jeweils. Ist auch ein etwas robusterer Aufbau. Natürlich ja. optisch nicht so stylisch, ja. modern gehalten. Aber ich denke, der Preis spricht für sich ja. in dem Modell. Voll. Und die Stands sind aber jetzt nur für die Messe, oder? Die Stands sind nur für die Messe. Weil das wäre, glaube ich, auch ganz praktisch. Man kann die auch hinstellen. Ja. Aber das ist schon ein bisschen wackelig. Also ich glaube, das wäre noch eine Option, aber sonst hängt man sich irgendwo an die ja. Wand. Ja. Also man sieht ja hinter die Wandmontagepunkte. Ja. Ja. Ist natürlich, jetzt wo du sagst, hast recht, vielleicht für die nächste Interaktion. Ja, ich glaube. So als Option, so Stands. Ja. Aber die meisten werden die ja fest verbauen. Im Küchenbereich habe ich es jetzt oft gesehen. Ja. Was auch recht interessant ist, ich weiß jetzt nicht wie für euch, aber wir haben sehr viele Anfragen bekommen, außerhalb von der Aquaristik Osmosewasser einzusetzen. Da haben wir noch dieses Modell ja. hier. Hier haben wir ja jeweils Filter, Feinfilter, Kohle und die Membrane. Bei diesem Modell Ist ein großer Filter, beinhaltet alles okay. und ist halt sehr stylisch, also hat auch die Verwendung im Küchenbereich für Kaffeemaschine oder halt zum Trinken. Osmosewasser wird ja jetzt immer ja. mehr auch getrunken. Da gibt es zwei Varianten, einmal mit Kaltwasser und zusätzlich noch die Option mit Heißwasser. Da sieht man das auch, die hat noch eine zusätzliche Armatur. Also ein Wasserhahn. Aber es sind zwei unterschiedliche Modelle. Einmal heiß. Ja. Preis müsste ich mal auf meinen Spickzettel gucken. Wenn's ja. Der Preis ist ja meist ausschlaggebend für sowas. Ohne Heißwasser liegen wir preislich bei der Anlage. Die macht bis zu 3800 Liter am Tag bei 499. Ja. Und die mit Heißwasserfunktion bei 699. Das ist ja gleich kochendes Wasser. Das ist 90 Grad, 90 Grad heiß. Also für Tee und sowas ist echt. Genau, praktisch. Also du kannst direkt eine Taste drücken ja. und hast Tee aufgebrüht. Aber halt, wenn man große Mengen hat, ist halt der Nachteil, dass die Membrane oder der Filter ziemlich klein ist. Ja, genau. Dass also, sie dann ziemlich schnell austauscht werden. Genau, der Verschleiß ist dementsprechend hoch. Also für größere Aquarien eher. Größere Aquarien oder. Wenn man ein kleines hat und noch für andere Sachen, das Osmosewasser verwenden ja. will. Für ich die Küche, fürs Kochen, fürs Putzen. Süßwasser bin ich mittlerweile ein bisschen raus, aber da war ja früher der Trend eher die kleineren Aquarien, die Cubes und alles.
wenn man so ein paar kleine Cubes hat, ist so eine Anlage natürlich reizvoll. Ja. So kann man vielleicht auch den Partner überreden, dass man es für die Küche hat und genau. Gleichzeitig fürs Aquarium auch das, nutzen das kann. Stimmt, das ja. Natürlich. Und das schaut ganz gut aus, wenn man das irgendwo auch in einen Küchenschrank reinstellt, was ist ja auch gut rein. Auf einer Küchenzeile, wie man auch sieht, das andere Modell ist ja schön schwarz gehalten, neutral, auch mit unserem Firma-Branding, mit dem Logo, ein bisschen kleiner, optisch echt schick. Und wird es demnächst geben? Demnächst, also genau kann ich euch leider noch nicht sagen. Ja. Wir sind bemüht, euch zeitnah damit zu versorgen, aber ein paar Monate müsst ihr euch da definitiv noch gedulden. Dann schauen wir noch zu den CO2-Anlagen, weil da gibt es ja auch Neuheiten. Ja, gerne. Also jetzt die CO2-Anlagen, da gibt es ja unterschiedliche Größen. Wir haben jetzt drei neue Modelle oder Größen. Das ist die kleinste im Bunde, die 1-Liter-Variante, die 2,5 und die 5 Liter. Das wird wahrscheinlich die meisten freuen, weil ich habe mitbekommen, dass die Aquarien im Süßwasserbereich doch immer größer werden. Oder auch die Standzeit, um nicht wieder neu befüllen zu müssen, wählen viele lieber die größeren Modelle. Ich weiß nicht, wie bei dir das... Die große, wie viel hat die alte? 3,7 oder so? Ja, 3,7. Da ist 5 Liter schon mal ein gutes Upgrade, dass man nicht so oft befüllen muss. Ich finde aber, die kleine könnte auch interessant sein, wenn man ein kleines Aquarium hat, wo das draußen steht, wo man sieht. Weil dann wirkt die große neben so ein kleines Aquarium, also das Aquarium jetzt hier endet, wirkt das ein bisschen groß. Aber die kleine passt dann gut daneben hin. Also ist es auch eine Option, muss man natürlich dann öfters mal reinigen. Wenn du aber gerade Thema Reinigung ansprichst, viele besitzen ja die alten Anlagen. Wir haben jetzt eine Änderung vom Gewinde, denn hier haben wir ein Außengewinde, was die Reinigung und zusätzlich die Einstellmöglichkeit. Also das ist grob überspitzt gesagt zum grob Einstellen dieses Rädchen und die Feinjustierung für die Blasen über dieses Rädchen. Und der Blasenzähler und das Magnetventil ist auch neu? Das ist auch neu und da ist die Neuerung, früher musste das aufgeschraubt werden, um mit Wasser befüllt zu werden. Jetzt kannst du mit Hilfe der Spritze das Ganze befüllen. So Spritze ist da wahrscheinlich dabei, wo man das dann... Genau, ist mir dabei. Okay. Das ist echt praktisch, weil ich befülle das dann meistens einfach nicht mehr. Außer wenn ich mal dann die austausche. Ich finde, das war bei der alten schon okay, weil es ja so ein Quick-Fitting, oder hier ist ja auch das Quick-Fitting. Ja. Dann ist es okay, dann kann man es leichter aufschrauben. Aber wenn man es mit einer Spritze befüllen kann, ohne dass man es aufschrauben muss, ist es natürlich noch besser. Ja. Und hier jetzt so mal weggedreht, weil nicht jeder mag Brandings. Hier bei den neuen Anlagen ist das Firmenlogo auch noch drin. Okay, angelasert. Ja. Und kann man da halt hinstellen, wie man will. Kann man sich dann halt frei entscheiden. Ne? Möchte man, dass das sichtbar ist oder drehe ich es weg. Ja, was auch noch geändert wurde, die Druckanzeige ist jetzt in Bar skaliert. Ja. Okay, das dann bin ich gespannt. Wird auch demnächst kommen wahrscheinlich. Wird auch demnächst kommen. Ja. Wie gesagt, ich kann euch da leider noch keine Liefertermine nennen. Ja. Aber ich werde euch da Bescheid geben, sobald es soweit ist. Tja, Pari, dann danke ich dir. Ja, ich sage auch danke, was du mir gezeigt hast. Dann danke fürs Zusehen und haut rein. Okay, hier schaut es sehr gut aus. Hier richtig schöne große Aquarium. Sehr, sehr cool. Sieht auch sehr gut aus, auch schon eingewachsen, jetzt nicht frisch eingerichtet. Sehr, sehr cool. Und hier noch ein 60p. Und hier ist anscheinend eine neue Lampe. Werden wir gleich schauen, was das ist. Ich dachte kurz, dass es eine Hyperbar, einfach ein Sleeper wäre. Aber das ist, glaube ich, eine kleinere, schwächere Variante. Das wäre echt cool, weil die Hyperbar ist ja nicht so günstig. Ist jetzt zum Preis so mittelmäßig, also eher schon ein teureres Segment. Und die wird wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Aber trotzdem die Bauform wie die Hyperbar. Hier noch ein richtig schönes Aquarium. 45, könnte auch 50 sein, ich bin mir ganz sicher. Aber auch sehr schön. Also gefällt mir auch sehr. Und dann hier ist die eine Marke. Bokashi oder so. Die haben coole Sachen. Der Stefan hat auf jeden Fall schon gesprochen, und zwar wegen den Säulen. Weil die haben einen coolen Säulen. Mal schauen, wie der funktioniert. Und noch andere Zusätze. Finde ich schon sehr stylisch auf jeden Fall aus. Guck hier noch ein paar Babikusa. Richtig nice, wie der Monte Carlo Teppich hier gewachsen ist. Und noch hier die Schale. Ich denke, das muss der HCC sein. Und das Monte Carlo. Und hier eine Hypophila. Ich bin mir nicht sicher welche. Aber ist das schlimm? Aber ich bin nicht gespannt. Was ich habe gerade mit Skylight gesprochen. Das ist die neue Einsteigerlampe. Die ist auch versiegelt, dass sie wasserresistent ist. Und sie wird nicht so heiß.
und ist auf jeden Fall günstiger, vor allem für Aquarien, die ein bisschen kleiner sind oder halt nicht so tief sind oder halt nicht so schwierige Pflanzen haben. Ist eine echt coole Erweiterung. Finde ich echt cool, dass es da auch mehr gibt im Vergleich zur Hyperbar. Finde ich auch optisch ganz cool. Von der Haltung ist es okay. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein großer Fan von Acrylhalterungen. Ich weiß nicht, ob es da noch andere gibt, werde ich nochmal nachfragen. Aber so von Licht schaut es ganz gut aus. Dann hier gibt es zwei verschiedene Sachen. Einmal für Aquarien ist ein Untergrund, also diese Lava-Granulat. Ich glaube, da ist auch Pimmstein mit drinnen. Es gibt aber auch eine Terrarium-Reihe, also hier Untergrund für Terrarien, also so wie hier, und auch Soil für Terrarien speziell gemacht. Also hier einmal Jungle-Granul und einmal für Soil-Aquarien. Und ja, es gibt verschiedene Sachen, auch so ein Abacusa-Mist. Bin ich echt gespannt. Ich finde vor allem auch die Aufmachung richtig cool. Aber auch der Soil, ich habe mir hier schon angeschaut, schaut sehr gut aus. Also manchmal ist es so Soil richtig fest und schaut fast aus wie Kies und manchmal ist er zu weich und zerbricht ziemlich schnell. Aber der schaut schon mal ganz gut aus, muss man natürlich testen, ob er wirklich auf Dauer gut performt. Aber die ganzen Aquarien hier sind mit dem Soil eingerichtet und die schauen schon richtig gut aus und laufen ja schon eine Zeit lang. Deswegen bin ich gespannt. Ich hoffe, dass wir den vielleicht ein Sortiment bekommen. Auch mit den Terrarien-Sachen wäre eine coole Erweiterung. Auch hier das Terrarium. Ich glaube, hier ist eine Vogelspinne. Also hier sieht man ein bisschen ein Netz. Ich glaube, ich habe sie hier schon gesehen. Ja, hier. St. Vogelspinnen sind nicht so meins, aber das Terrarium schaut richtig gut aus. Die ganzen Pflanzen auf die Rückwand. Schaut aus wie so eine Art, ich weiß nicht, ob das Quark ist oder so eine Art Sticky Soil. Aber sehr schön. Ich werde auf jeden Fall nachher nochmal vorbeikommen und mal das nochmal genauer anschauen. Also mal schauen, was ich noch so finde. Also das war auf jeden Fall richtig interessant. Das ist bis jetzt so mein Highlight, weil es ja auch was Neues ist. Und wenn ihr zu irgendwas noch Fragen habt, schreibt das in die Kommentare. Ich glaube, ich schaue gleich zur Halle 4a, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass noch Sachen sind. Und sonst werden wir die ein oder andere Sache noch nachsehen. Ich sehe gerade einen anderen Stand, AS-Aquaristik. Da ist auch Shihiros und noch andere Marken vertreten. Da schauen wir jetzt hin. Hier in der Ecke ist Juwel. AS-Aquaristik ist ein Großhändler, die haben auch Juwel-Aquarien. Also kennt man, glaube ich. Ist, glaube ich, nichts Neues dabei. Dann hier der Stand von AS. Ich glaube, hier kann man sich auch Getränke holen. Hier ein eingerichtetes Aquarium. Ich glaube, das war auch von Thomas von Zoobox. Mit riesigen Lavasteinen. Und alles spiegelt hier drin. Aber schaut ganz cool aus. Hallo. Moin, moin. Hallo. Okay, hier noch Easy Life. Da ist das einzige Produkt, was ich eigentlich benutze, ist Easy Carbo. Aber nur, wenn ich Probleme habe mit irgendwas. Aber hier gibt es auch Easy Carbo Bio. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da muss ich sagen, da lasse ich den Stefan das Ganze testen oder sich darüber informieren. Und wenn er dann sagt, das ist gut, dann probiere ich es auch. Aber selbst bin ich da nicht so der Typ, der so welche neue Dünger oder irgendwelche neue Zusätze ausprobiert. Das lasse ich den Stefan über. Der kann das ein bisschen besser. Und hier stehen ein paar Aquarien. Ein schöner Turm. Schaut aber jetzt nicht so gut verklebt aus. Ich glaube, gehört auch zur AS-Aquaristik. Hier, Masterland. Hier ist auch wieder der Stefan. Hey. Hey, I'm good. Ja, es gibt aber neue Sachen. Hier Filtermedien, glaube ich. Einmal so ein Nährbogen und Filtermax. Ist, glaube ich, die Ansage an Sika Matrix. Finde ich auf jeden Fall cool. Kann man auf jeden Fall verwenden. Dann hier ein richtig schönes Aquarium. Also, das schaut echt krass aus, die Pflanzen hier. Schauen richtig gut aus. Sehr, sehr nice. Da sieht man, der Marian hat echt Ahnung von Wasserpflanzen. Filtermedium, ähnlich zu Sika Matrix. 6 to 12 millimeters. Well, there are some very smaller ones, but these are just a few. Okay, und Rootmax gibt man noch unter Soil für noch mehr Nährstoffe. Und dann gibt es noch Aufwertesalz, habe ich gesehen, oder? Ja. GH Plus Aufwertesalz. Bin ich auch gespannt. So, jetzt kommen wir zu Shihiros. Und da sind, glaube ich, fast alle Aquarien mit der Universallampe. Hier in einer Oase. Ich glaube, das war die Challenge. Das müsste der MJ eingerichtet haben. Hier ist auch der Thomas wieder. Hier ein Aquarell Ultrascape. Auch sehr cool mit einer Vivid. Und hier die Moosstämme, oder wie man das so sagt. Schaut auch richtig interessant aus. Ich weiß gar nicht, mit was das gemacht ist. Aber schaut echt cool aus. Noch ein Eheim. Das hat der Carlos angerichtet. Also, auch so cool. Ich mag die
wo ich mir den Namen nicht merken kann, die Pflanze sehr. Sehr cool. Letzte, was der Thomas eingerichtet hat. Hello. Hello. How are you? Hat sich auch ganz gut entwickelt. Ist anscheinend mit dem Bakterienrasen nicht so einfach, mit den Aufsitzerpflanzen. Und so ein bisschen Kieslagen noch. Aber ich glaube, wenn es noch ein paar Wochen steht, wird das sehr schön werden. So, und jetzt sind wir einmal in den Kreis gegangen. Jetzt sind wir wieder beim Juwel-Abteil. Ich glaube, ich schaue mal hier rüber zu Aqua Atlantis, was die so haben. Bei Aqua Atlantis haben wir auf jeden Fall auch so Cubes, wie die Dennerle Cubes. Dennerle ist gleich da drüben. Okay, Dennerle Produkte zeige ich euch morgen. Da schaue ich mal nochmal vorbei, weil die machen was Interessantes. Und ich schaue mal noch so ein bisschen durch und schaue ich noch, was für euch finden kann. Hier haben wir noch Aqua Deco. Hier kauft Liquid Nature auch zum Teil Hardscape. Auch natürlich viele verschiedene Wurzeln. Ich glaube, ich brauche mir nicht so in Detail anschauen. Aber hier zum Beispiel die Pogo Stems oder Roots. Die habe ich auch letztes erst verwendet. Das ist auch ein richtig cooles Material. Haben wir auch schon bei Liquid Nature. So, dann geht es erstmal in die Halle 4A. Schauen. Ich glaube, hier ist mit das größte und krasseste Aquarium, wo ich auf jeden Fall noch ein detailliertes Video machen werde. Aber so ein bisschen werde ich es euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Ich glaube, es sind hier noch Stände, aber ich weiß gar nicht welche. Die hier sehe ich schon den nächsten, und zwar blau. Hier blaue Aquaristik. Haben wir auf jeden Fall jetzt neue Terrarien, also Balludarien. Hier einmal ähnlich wie das Terra 30, nur ist es um einiges größer. Ist jetzt hier Kunststoff, aber finde ich, schaut okay aus. Ist jetzt nicht das allerhochwertigste. Dafür ist halt vom Preis relativ interessant. Das ist, glaube ich, relativ günstig. Hier auch perfekt für die Lampe, dass man hinten montieren könnte. Ich weiß gar nicht, ob die dann zu weit hinten ist. Aber das hier finde ich auch sehr interessant. So die Rohfassung von einem Balludarium. Ich glaube, hier gibt es auch die Version mit der Rückwand. Das finde ich sehr cool, weil das richtig groß ist und vor allem tief. Also oft sind die dann mal länger, so wie das UNS-Teil. Aber die Tiefe fehlt, weil für so ein Terrarium braucht man halt auch Tiefe. Und das finde ich hier echt cool gelöst. Also schaut echt cool aus. Hier steht es auch, von wem das gemacht ist, glaube ich, oder von wem die Pflanzen sind. Hier steht, von wem das gemacht ist. Finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache, dass die Leute, was das einrichten, auch hier irgendwo verewigt werden, damit man weiß, wer es gemacht hat. Aber schaut sehr cool aus. Also gefällt mir sehr. Dann hier Aquarien. Gibt es auch von Blau. Hier das Format finde ich auch sehr interessant. Steht hier irgendwo, was es ist? Na, ich glaube 1,20 Meter, 50 tief und 35 hoch, 30 hoch. Aber schaut sehr, sehr cool aus. Wenn man einen sehr großen Emi aus dem Teil hat. Also gefällt mir auch ganz gut. Dann hier der Edelstahlfilter, den gab es ja schon vor 2 Jahren. Muss ich sagen, bin ich nicht so ein großer Fan von, weil der halt, ich meine, von der Pumpe ist okay, von der Optik auch, gefällt mir jetzt nicht so. Aber ich finde die einfach unpraktisch. Gibt ja auch den ADA Superjet und den würde ich auch nicht verwenden, weil der einfach halt unpraktisch ist zum Pflegen. Wenn der jetzt außerhalb vom Unterschrank steht oder halt in einem offenen Unterschrank, dann kann man es machen. Oder wenn man jetzt irgendwie so einen Riesenteil braucht. Also der ist ja gigantisch. Das ist echt krass. Aber ich bin mehr der Fan von praktischen Filtern. Okay, Seacam haben wir hier. Da gibt es ja zum Beispiel Seacam Matrix, die ich auch verwende. Was jetzt wahrscheinlich starke Konkurrenz von Masterland bekommen hat. Also mal schauen, ob ich das in Zukunft auch noch verwende oder ob ich zum Masterland wechsle. Weil bei Masterland muss ich sagen, da ist der Marian echt dahinter. Der hat es echt drauf. Der hat coole Aquarien. Kann die gut pflegen, das ist ja auch immer wichtig. Und da merkt man, dass der das halt auch weiß, was er macht. Und da vertraue ich ihm schon sehr, dass die Produkte gut sind. Und wenn wir sie dann noch bei Liquid Nature getestet haben, dann kann man sie auch bewerben und verwenden. Und jetzt suche ich noch nach den größten Aquascape hier. Und ich finde es einfach nicht. Wir kommen zuerst noch zu Aquaflora bzw. Reunemanns und De Jong. De Jong ist für Korallenabteilung. Und ja, das schaut schon richtig krass aus. Das Acryl. Hier, schauen wir uns das beim Süßwasser an. Sie haben ja unseren Bad. Finde ich echt krass. In echt schaut das nochmal viel besser aus. Auf den Videos wirkt es schon krass. Ich bin gleich gespannt auf das größere Aquarium. Aber ja, sehr cool. Richtig schönes, großes Balludarium. Gefällt mir sehr. Da hinten Fische. Und hier noch ein Aquarium. Schauen wir vielleicht nachher noch vorbei. Aber ich glaube jetzt, ich glaube, es müsste irgendwo da sein. Es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht finde, das Aquarium. Ist ja eh so groß und irgendwie finde ich es nicht. Okay, ich habe es gefunden. Hier mal ein kleineres Salzwasser, bzw. Algen-Aquarium, glaube ich. Kenne ich mich nicht so aus. Aber hier, ich glaube, hier stehen auch die meisten Leute davor. Das riesige Teil.
Also das ist echt spektakulär. Also hier allein die Seitenwand. Und hier die Glasstärke, ich glaube 70 mm, ich habe schon ein Video gesehen. Richtig schöne Kongo-Sammler, richtig große Gruppe. Also hier stellen sich die Leute auf für Fotos. Ich muss mal schauen, dass ich auch ein Video hinbekomme, wo keiner davor steht. Also mal schauen, ich warte mal kurz, ob ich das schaffe. Aber das ist schon krass. Okay, ich glaube, wir schauen vielleicht später nochmal. Weil ich glaube, das schafft man nicht, dass da wirklich keine Leute davor sind. Aber hier auch ein riesiger Kugelfisch. Schaut auch sehr gut aus. Sehr cool. Nein, wenn man da so schaut. Und hier nach oben. Also hier nochmal das Ganze. Ich habe gerade mit Joris und MJ gesprochen. Die werde ich aber die nächsten Tage noch öfter sehen. Deshalb kommen die dann ins nächste Video. Aber ich habe keine Ahnung, was ich noch nicht gesehen habe. Ich werde noch mal ein bisschen durchschauen. Aber es ist echt schwierig, sich da zurechtzufinden, um wirklich alle Stände zu sehen. Deshalb schaue ich mal, wie lange es noch gehen wird und was ich noch so finde. Okay, hier haben wir Tunze bzw. Kessel. Und die Lampe ist ja mal echt riesig. Ich glaube, das sind einfach so Großprojekte. Und hier Salzwasser, aber da drüben habe ich noch Süßwasser gesehen. Da schauen wir auch mal hin. Das hier ist ein Flussaquarium. Mit so doppeltem Boden. Interessant. Hier so richtige Wellen. Und dann geht die Strömung dann einmal so im Kreis, unten durch und wieder weiter. Also in Denner Stand zeige ich euch noch in einem extra Video. Ich bin mit Joris und mit MJ. Ich beide stehen hier hinten. Oh, was ist das denn für ein toller Mikrofonhalter? Das sieht so professionell aus. Ich habe zu den Stefan getroffen, der war jetzt mehr alleine unterwegs. Hast du ein paar Highlights gesehen? Ja, ich bin noch nicht ganz durch, aber beinahe. Und ich habe schon ein paar Firmen getroffen, die ich noch nicht kannte. Und auch ein paar ganz nette Produkte. Und jetzt muss ich noch die Altbekannten hier auch besuchen, Tropica. Ja. Dieses Aquarium habe ich ja auch schon mal eingerichtet. Das hat es dann leider nicht auf die Messe geschafft wegen Corona. Ihr wisst ja, da war was. Aber das ist auch sehr schön geworden. Vor allem jetzt das Lampen-Upgrade ist. Ja, stimmt. Beim letzten Mal waren noch Leuchtstoff dran. Beim letzten Mal waren noch Leuchtstoff dran drauf. Ja, Chihiros, wie wird, da macht man nichts falsch, ne? Na gut, Pach, ich muss jetzt auch mal Hallo sagen hier. Dann schauen wir nochmal grob über Tropica drüber. Ich glaube, da werde ich noch ein extra Video machen. Hier gibt es das Specialized Edition in richtig großen Packungen. Aber hier die Aquarien. Jedes Mal ist eine Insel. Und hier, richtig cooles Aquarium. So ein 360-Grad-Aquarium. Mit schwarzer Lava und Guadalajara, denke ich, würde ich sagen. Ist das hier irgendwo? Guadalajara und die Rotala Bloodbeds. So. Hier richtig rot. Und hier die Aerial Coral in Vietnam. Sind ja alles neue Pflanzen. Aber das zeige ich euch dann in einem extra Video. Okay, nochmal ein kleiner Teaser. Und zwar gibt es anscheinend neue Packungen. Das werde ich aber dann auch im nächsten Video fragen. Also abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Und das Aquarium von Sascha ist auch fertig eingerichtet. So mit den Pflanzen. Ich glaube, das ist ein so wie die Form ist. Ja, hat er auch ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. Wahrscheinlich irgendwo Pause machen. Okay, hier Zoomed werde ich auf jeden Fall noch die Tage vorbeischauen. Da werde ich dann noch ein Video machen, extra für die Terroristik, weil mich interessiert es auch sehr. Letztes Mal, also vor 2 Jahren, habe ich da gar nicht drauf geachtet. Und dieses Jahr habe ich ja schon mehr mit Terrarien angefangen. Das schauen wir dann in einem der nächsten Videos. Okay, einen Stand habe ich hier noch, und zwar Sickle. Habe ich letztens ein Video bei Guinacol gesehen, mit einem Innenfilter. Aber der Außenfilter interessiert mich ein bisschen mehr, was der so kann. Schaut noch sehr nach einem Prototypen aus. Filter werde ich mir nachher noch genauer anschauen. Vielleicht gibt es in den nächsten Videos was dazu. Und falls nichts Interessantes ist, gibt es vielleicht nichts. Aber hier sind noch ein paar Filter, was ich gerade gesehen habe. Das ist auch, glaube ich, eine asiatische Marke. Schauen aber so sehr klassisch aus, wie es man kennt. Ähnlich wie die, ich glaube, das sind einfach die UNS-Filter, einfach in einer anderen Farbe. Schauen genauso aus. Finde ich jetzt von der Qualität nicht so hochwertig, auch die Körbe. Schauen genauso aus wie die von UNS. Also könnte einfach von UNS der Klon sein. Und sie sind noch so runde. Aber ich glaube, er ist nicht so, was mir jetzt anspricht. Es gibt halt viele so chinesische Marken, die auch zum Beispiel auch hier sind, was halt so leicht
die was auch Produkte für andere herstellen und einfach denselben Hersteller haben und einfach ihr Logo auch drauf machen. Gibt es halt dann auch mal manchmal bei großen Firmen. Dann gibt es kleinere, die ein ähnliches Produkt haben oder fast dasselbe. Muss man immer schauen, ob das dann so gut ist. Manchmal sind es gute Produkte, manchmal vielleicht nicht so. So, ich glaube, ich habe jetzt die meisten Highlights für heute schon gesehen. Ich werde mir jetzt einen Platz suchen, wo ich das Video schneiden kann. Aber wenn ihr jetzt irgendwas genauer sehen wollt, wenn ich irgendwo noch ein extra Video machen soll, dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Dann werde ich die nächsten Tage noch 10 Ständen schauen. Und danke fürs Zuschauen.